Herzlich willkommen hier zum dritten Teil der dreiteiligen Videoreihe zum Thema, wie kannst du dich die nächsten 2-3 Jahre mit wenigen Kniffen, wenigen Handgriffen, also insgesamt wird das, was wir hier besprechen in der Umsetzung, gut, jetzt für den dritten Part wird es ein bisschen länger dauern, für die ersten beiden Parts vielleicht 2-3 Stunden dauern, das komplett umzusetzen so, was dich aber einfach in der Zeit extrem voranbringen wird. Und das dritte Thema, wenn wir uns jetzt anschauen, da geht es nämlich darum, eine möglichst fehlerfreie Montage abzuliefern. Viel Spaß dabei. Ja, und im dritten Part, wie gesagt, geht es um das Thema Montage. Logisch, also ich gehe davon aus, dass deine Leute und auch du selber einen sehr hohen Wert darauf legen, dass die Montage möglichst reibungslos läuft. Aber gerade in der aktuellen Zeit ist es halt so, dass kleine Fehler im Montageprozess, kleine Fehler auch im Kundensupport dahinter, schnell dazu führen, dass Leute, die sowieso schon unsicher sind, das Geld noch länger zurückhalten. Und damit wieder das Thema Liquidität schwierig wird, was eigentlich das Kernthema ja ist, worum es sich in allen Bereichen dreht. Auch im Vertrieb dreht es sich darum, dass die Liquidität möglichst gut halt sicher ist, ne? Mit möglichst viel Geld und möglichst schnell. Auch in der Montage dreht es sich darum, dass du möglichst schnell die Sachen abgewickelt bekommst und möglichst wenig Fehler, dass die Liquidität am Ende beibehalten wird. Also im Endeffekt geht es immer darum. Aber gerade hier ist es so, dass auch kleine Fehler wirklich schon dazu führen können, dass Leute einfach, ich sage jetzt mal, Geld vorhalten. Die auch sagen, ja gut, bei Küchen, ganz klassisches Thema, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, durchgängig durch die Videoreihe, habe ich einfach das Thema, wenn er jetzt einen Griff gehabt, konkret, Fall 30.000 Euro Küche und ein Griff wurde defekt irgendwie geliefert, konnte nicht angeschraubt werden. 15.000 wurden Anzahlung gemacht, die anderen 15.000, da kann man jetzt ausrechnen, weil die anderen 15.000 waren mindestens mal 7.000 bis 8.000 alleine Allgemeinkosten plus Gehälter. Die 15 am Anfang, die Anzahlung, war für das Material der Küche, ne, und Elektrogerät etc. Und 7.000 bis 8.000 Euro von den anderen 15 allein mal Gehälter etc. Der Kunde hat sich wirklich geweigert, diese anderen 15 zu bezahlen, weil dieser Griff gefehlt hat. Das ist jetzt ein Thema, da kann man an vielen Stellen reingehen. Hätte man im Vertrieb reingehen können, dass man die Anzahlung anders vereinbart, hätte man die Liquidität reingehen können, sie Ballaststoff zu vereinbaren, weil er hat erst vor Ort schon unterschrieben, das Montageprotokoll. Es war alles schon geklärt. Nur ist mir ein Griff ist danach dann aufgefallen, dass der nicht richtig fest war. Ist der Inhaber persönlich hingegangen, hat geguckt, okay, können wir was machen? Nee, können wir nicht, müssen den Griff nachbestellen. Das hat 6 Monate gedauert. Das war in der Zeit, wo die Lieferzeit nicht so gut waren. 6 Monate auf 15.000 Euro zu verzichten, ein Auftrag, ne? Das ist so ein Thema, wo ich sage, okay, Kleinigkeiten der Montage hätte man jetzt vielleicht auch schwer, also man hätte es anders lösen können von Anfang an, ne? Indem man die Zahlungsvereinbarung anders strickt einfach. Indem man im Vertrieb das schon anders regelt, ja, hätte man davor schon lösen können. Es war in der Montage schiefgelaufen einfach. Und es war nicht so, dass dieser Griff pauschal defekt war tatsächlich, sondern es war wirklich so, dass der bei der Montage defekt gemacht wurde. Also ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist. Der Griff war an sich in Ordnung, hat mir auf jeden Fall der Inhaber gesagt. Aber nachdem die den 1-2 Mal probiert hatten, da dran zu machen, war halt nicht mehr in Ordnung. Und dann war das halt so ein Ding, wo er gesagt hat, der Inhaber, naja, es ist halt locker, es passt halt nicht. Und halt wieder neuen bestellt. Und wie gesagt, das hat lange gedauert, 6 Monate. Das war so eine Zeit wirklich, wie gesagt, wo Lieferzeiten schwierig waren. Jetzt genug von dem Beispiel, aber die Problematik ist einfach, wenn Fehler in der Montage passieren, geht es sehr schnell, dass die Kunden Geld vorenthalten. Und das sorgt wieder dafür, dass du Liquiditätsprobleme bekommst. Und dazu sorgt es natürlich dafür, dass Gewinn verloren geht, ist auch klar. So, was kannst du jetzt machen? Was meine Empfehlung ist, das ist natürlich eine Sache, dass, klar, wenn ich jetzt tiefer gehen würde, würde ich sagen, mach da eine komplette digitale Baustellenmappe, kümmere dich, jeder Schritt wirklich perfekt protokolliert wird, dass alles genau abfotografiert wird, dass die Leute genau wissen, was zu tun ist, dass auch neue Mitarbeiter wissen, was zu tun ist. Im Endeffekt geht es aber darum, dass im Endeffekt überhaupt mal eine Nachkontrolle stattfindet. Was hätten wir denn besser machen können? Das findet ja oftmals schon gar nicht statt. Da ist dann nur, da wird dann kurz gemeckert, ja, das ist schlecht gelaufen, aber wie hätten wir das nächste Mal besser machen können? Einfach mal, dass die Monteure nach der Baustelle vielleicht so 3 Dinge aufschreiben, einfach mal ein, was lief gut, was lief schlecht und was machen wir nächstes Mal besser? Dass einfach mal die Leute aufschreiben, das nach jeder Baustelle kurz, einfach mal sich selber Feedback geben, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir nächstes Mal noch besser machen? Sehr einfach. Wirklich eine sehr einfache Variante, wie du aber selber die Awareness deiner Leute erhöhst und dafür sorgst, dass wenn sie natürlich hier 2-3 Mal das Gleiche hinschreiben, irgendwann werden sie es halt auch machen. Ohne dass du jetzt da mega krasse Strukturen hinter schaffen musst. Solche Kleinigkeiten, einfach mal die Leute sich selber reflektieren zu lassen, können schon dazu führen, dass du weniger Fehler auf den Baustellen hast, dass weniger Probleme auftreten. Vielleicht kommt dann noch sowas wie, ja, vorne im Vertrieb wurde schon die Sache nicht richtig aufgeschrieben und deswegen hat es nicht geklappt. Das kann sein. Dann hast du aber auch ein Feedback, mit dem du arbeiten kannst, ne? Also, lass doch hier gerne deine Leute, auch die Monteure, die jetzt vielleicht nicht so weit mitdenken, werden da Ideen haben. Ne? Lass dir doch selber mal ein bisschen mitdenken. Gib dir doch selber mal die Möglichkeit, da ein bisschen sich zu involvieren. Und du wirst feststellen, alleine damit dieses Feedback hier am Ende möglichst gut ausfällt, werden die sich schon mehr Mühe geben, dass die Baustelle gut läuft. Weil die auch keinen Bock haben, jedes Mal 5 Sachen aufzuschreiben, die schlecht laufen. Ne? Sehr einfacher Trick, sehr einfache Maßnahme, die du machen kannst, um direkt einen kleinen Hebel zu sehen. Wie gesagt, das ist nicht die 100%-Lösung, das ist vielleicht die 60-70%-Lösung, die du aber mit einem Fingerschnippen einführen kannst. Und das solltest du auch machen. Wie gesagt, hier wird in Zukunft noch mehr Wert drauf gelegt, da werden die Kunden noch skeptischer sein. Werden noch zurückhaltender sein, was dann Restzahlungen angeht und auch was Empfehlungen natürlich angeht. Und auch die Kunden, die dann halt empfohlen werden, wenn die dann hören, okay, da ist eine Kleinigkeit passiert, die nicht gut gehandelt wurde, auch so ein Thema mit Reklamation möglichst gut, schnell, offen, transparent umgehen. Wenn das nicht gemacht wird, führt das auch ganz schnell dazu, dass im Endeffekt eine Empfehlung vielleicht gar nicht mehr kommt. Dann hat gesagt, ja, okay, bei dem gab es ein kleines Problem, Geld gerade sowieso ein bisschen knapp, ein bisschen zusammenhalten, macht da vielleicht nichts bei dir.
alles Sachen, die sich miteinander bedingen. Ne? Aber auch die Montage sollte jetzt wirklich funktionieren, das sollte gut laufen. Und schau, dass du deine Leute mit involvierst mit diesem kleinen Report. Den kann am Ende des Tages kurz abschicken. Da kannst du ein kleines Formular basteln. Das landet bei dir per Mail. Und dann siehst du bei jeder Baustelle am Ende des Tages, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was kann man besser machen. Und kriegst ein Gefühl dafür, was passiert da eigentlich gerade. Wo geht dein Geld gerade hin? In dem Sinne, ich hoffe, diese dreiteilige Reihe hat dir geholfen. Das sind alles Dinge, die du sehr schnell umsetzen kannst. Bei der Montage auch eine Sache von einer halben Stunde, das mal fertig zu machen. Dass deine Leute das nutzen können. Vielleicht noch ein Wecker jeden Abend, den sie dann, ja, quasi 17 Uhr oder so, oder 18 Uhr, ich weiß nicht, vielleicht Leute Abend, vielleicht noch 16 Uhr, der dann halt klingelt, wo sie wissen, okay, das fülle ich jetzt noch kurz aus, dann kriegst du ein Feedback zur Baustelle und kriegst viel mehr, sagen wir mal, Awareness dafür, ne, also Aufmerksamkeit dafür, dass du was verbessern kannst und was du verbessern kannst. In dem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit, dass du gut über die Runden kommst und bis zum nächsten Video. Ciao.